darkness when there's no more light that you can see. Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing von Projekt XYZ. Und ja, was haben wir denn da? Pure Power 9 500 Watt. Warum? Weil mein altes Netzteil, kann ich mir gleich zeigen. Das ist das hier, das ist ein System Power 7 und das hier ist nervig, man sieht auch schon mit dem Kabel rum wie sonst was. Das war mir einfach zu blöd. Auch fürs Kabelmanagement her. Und das sind noch 400 Watt gewesen, die eigentlich ausreichen. Aber ich habe das gemerkt, das ist so schön. Naja, jetzt habe ich jetzt das hier und wir machen das mal erstmal auf, ne? Also, ich zeige euch das mal erstmal die Verpackung. Ich bin so aufgeregt. Also, Pure Power 9, 500 Watt, Exceptional Quiet Superior Reliability. Be Quiet, Cable Management und 80 plus Silber. Pre-Use Material, also, dann noch ein paar Sachen, die wichtig sind. Auf der linken Seite, ach du Heilige. Anwendungsbereich Gaming und Multimedia Systeme. Auf der oberen Seite. Pure Power 9, Be Quiet, 500 Watt, 80 Silber Plus. Auf hinten ein paar Produktbeschreibungen, genau, ein paar Kabel, ein paar dies, ein paar das. Unten nochmal das, und rechts nochmal das. Dann machen wir es jetzt aus. Haben wir jetzt alles gesehen, was wichtig ist, also unwichtig. So. Auf! So, als erstes springt uns an ein Bündelkabel. Und was für ein Bündelkabel? Genau. Eins, was wir brauchen. So, da ist drinne. Oh Gott. Ach du Heilige. Da hätten wir einmal ein VGA-Kabel. Einmal noch ein VGA-Kabel, VGA 1 und VGA 2. Dann hätte ich hier noch einmal SATA dreimal. Dreimal SATA. Dann gäbe es auch ein Kabel, ich verschwinde nicht. Beugen. Dann hätte ich hier nochmal dreimal, nee, dann hätte ich hier einmal SATA, zweimal HDD. Und dann hätte ich hier nochmal, oh Gott, nochmal zweimal SATA, einmal HDD und einmal Lüfter oder sowas. Und das war's dann von den Kabeln her. Jetzt fragt ihr euch sicher, wo sind die anderen Kabel, also was ich mich jetzt gerade frage ist, wo ist das hier? Das fragt ihr euch sicherlich auch und das kann ich hoffentlich beantworten. Und zwar kommen wir jetzt zum Hauptpunkt. Und bei dem sind die Hauptkabel, die man natürlich nicht einfach weglassen kann. So, packen wir das mal jetzt hier aus, schön und ordentlich. Ja. So. Und was spielen wir dagegen? Natürlich erstmal ein schöner Lüfter. So, die sind gleich breit. Das eine ist nur ein bisschen länger, das passt schon. So.
Also, da haben wir einmal den Lüfter. Ja. Auf der Seite Be Quiet. Warranty Void if removed. Auf der Unterseite schwarz. Hier Strom. Ein Ausschalter. Auf der Seite haben wir einmal Your Power 9. 500 Watt. Und auf der Seite haben wir IPCI Express Slot Teil, also für VGA und einmal für die HDDs, also für die für Festplatten. Dieser. Also alle, die wichtig sind. So. Und hier haben wir einmal ein fettes, gestieftes Kabel für die CPU, P4 und P8. Und ein fettes, schön gesleeftes Kabel für das Mainboard. So, das war's jetzt bisher soweit vom Unboxing vom Pure Power 9. Und ich würde sagen, ich baue das jetzt mal ein. Pure Power 9, ich baue das jetzt mal ein. Bis gleich. So, wie ihr seht, habe ich den PC schon mal aufgemacht. Bringt alles wieder raus und rein, das rein. So. Und jetzt mache ich einfach mal erstmal das Wichtigste und das ist das Netzteil hier rein. Das passt auch ganz gut, das ist schön, freut mich. So. So ist er jetzt, also so sieht er bisher. So sieht er jetzt aus. Ich hoffe, das passt so für euch auch. Ich finde, das sieht gleich mal so schlimm aus. Ein bisschen, klar, ein bisschen muss man sehen. Aber auch nicht alles. Also eigentlich muss man mit das sehen und das sieht eigentlich auch gut aus.
kann aber jetzt auch mal zeigen, warum ich die Lüfter alle bis auf den CPU-Fan mit hier vorne verbunden habe. Ich weiß jetzt nicht, ob man es hört. Also laufen die Lüfter gerade auf. Auf Turbo. Ich habe da vorne ja so einen Regler, wo ich das einstellen kann. Und ja, das war's jetzt vom groben Kabelmanagement mit dem Pure Power 9. Mit dem Pure Power 9. Ja, das war's jetzt auch wieder erstmal vom Zusammenbau des PCs. Später kommt dann ja klar noch eine Festplatte rein. Also eine andere Festplatte, die kommt ja raus. Und da wird sich nichts ändern. Vom Aussehen bedeutet, ich kann das einfach so machen, ohne dass ich es euch zeigen müsste. Weil sonst wäre es ja zu spannend. Und bis zum nächsten Mal. Also danke noch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.